Hey du, vor diesem Video möchte ich noch ganz kurz etwas loswerden. Ja, wenn du psychisch oder nervlich nicht ganz so stabil gebaut bist, guck dir dieses Video bitte nicht an. Es ist wirklich, es kann wirklich auf das Gehirn schlagen bzw. negative Wirkungen hervorrufen und ich möchte wirklich dass keiner von euch sich irgendwie selber Schaden zufügt. Also, wenn du psychisch nicht so fit bist, schau dieses Video bitte nicht an. Dankeschön. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu der ersten Creepypasta auf meinem Kanal. Ich werde, glaube ich, heute den ganzen Tag so reden, um euch ein wenig Angst zu machen. Nein, Spaß, Leute. Und ja, hiermit herzlich willkommen zu der ersten Creepypasta auf meinem Kanal. Ja, und ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was eigentlich schon ziemlich, ja, verbreitet ist. Aber meiner Meinung nach ist das wirklich ziemlich krass und es hat wirklich noch, ja, da sollten wirklich noch ein paar mehr Leute Bescheid drüber wissen. Ich habe das mal in meiner Klasse angesprochen und da wusste fast keiner Bescheid darüber. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann klatsch dir mal deine erste Creepypasta raus. Mal gucken, wie es so ankommt. Und vielleicht, sagen wir mal, wenn diese Creepypasta hier 30 Likes bekommt, ja, ist hochgesetzt, aber wenn sie 30 Likes bekommen sollte, mache ich demnächst noch eine Creepypasta und die wahrscheinlich in Real Life. Ja, ihr Lieben, heute soll es einfach mal ganz einfach, ja, einfach mal ganz einfach über das Lavandia-Syndrom gehen. Das sagt jetzt vielen Leuten wahrscheinlich noch nichts, aber vielleicht auch in der ganzen Ecke schon. Sagt es schon was? Ich erkläre es euch ganz kurz und knapp. Das Lavandia-Syndrom ist eigentlich nichts anderes als eine, ja, Melodie, die in einer naja, in einer ziemlich alten Pokémon-Edition abgespielt wurde. Daraufhin haben sich ein paar Kinder umgebracht, beziehungsweise in Japan, soweit ich das jetzt weiß, irgendwie von 7 bis 12 ist diese Melodie nicht ja, wie nennt man das, nicht empfehlen anzuhören, da sie sonst wirklich bleibende Schäden hinterlassen kann. Das liegt einfach daran, dass in dieser Melodie binaurale Töne vorhanden sind. Wenn ich weiß, was das sind, das bedeutet praktisch, dass auf das rechte und das linke Ohr unterschiedliche Herzfrequenzen einwirken und dass das Unterbewusstsein beeinflussen kann, ganz einfach. Jetzt an dieser Stelle werde ich sehr wahrscheinlich ganz kurz mal das so einblenden lassen, beziehungsweise kurzzeitig diese Melodie abspielen. Den Link seht ihr in der Beschreibung. So viel dazu, dann würde ich sagen, erkläre ich euch dazu noch ein bisschen was und ein paar Bilder werden auch noch dazu kommen. Und ja, vielleicht so eine schöne creepy Musik noch drunter. Auf jeden Fall läuft das halt so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe dieses Spiel selber mal gespielt und es ist halt letztendlich so, dass ihr in eine Geisterstadt kommt, wo dann immer, die heißt Lavandia, wo immer diese Musik bzw. Melodie abgespielt wird. Und ja, wenn die in Japan, wo diese Version veröffentlicht noch. In Deutschland scheint sie wohl
Ich habe sie nicht ganz verstanden. Ich meine, sie ist kurz erschienen, aber wurde gleich danach storniert. Und dann halt die runtergesetzte Version wurde rausgebracht. Weil das einfach, ja, war zu gefährlich. Da haben sich dann in Japan Leute deswegen umgebracht, also Kinder. Und ja. So viel dazu, meine Lieben. Das war die erste Creepypasta auf meinem Kanal. Ich schicke, oder Entschuldigung, ich verlinke euch die Links in der Beschreibung. Ich bin so intelligent, weil Links verlinke ich. Die verlinke ich euch unten und schaut einfach mal drauf. Vielleicht habe ich euch jetzt mal neugierig gemacht, aber ich kann es euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr sowieso ein bisschen den Knacks weg habt, muss ich sagen, empfehle ich es euch. Diese Links nicht aufzurufen. Auf mich hat es jetzt, naja, nicht wirklich negativ eingewirkt. Ich habe mit dem Slim, wer ihn kennt, ist ein guter Kumpel von mir, der Slim Corridor, ich packe ich vielleicht auch noch in die Beschreibung, hat jetzt irgendwie zwei Musikvideos hochgeladen. Mit dem habe ich mir diese Melodie ein paar Mal angehört und klar, wir sind davon jetzt nicht gleich hier so uns an den Gurgel gesprungen, aber ich muss sagen, wenn man das wirklich mal so 2, 3 Stunden anhört, habe ich glaube schon das Gefühl, dass man Spaß dabei kriegen kann oder sonst irgendwas. Naja, wie gesagt, falls euch die Creepypasta gefallen hat, sorry, ja, dann liked es und dann wird vielleicht demnächst noch eine neue kommen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Final B und tschüss.